So, hallo. Ich hoffe, wir machen hier weiter. Ja, sieht gut aus. Mit Le Kirby. Keine Folge mehr für morgen, also schnell aufnehmen. Count hat mich auch was aufmerksam gemacht. Und zwar, wenn ich in irgendeiner Übersicht X drücke, dann sehe ich... ob wir alles gefunden haben. Oh my goodness. Das ist ja gut. Das ist ja super. Und es gibt nur zwei Straßen der Sets. Okay. Ja dann. Gehen wir ins Level. Ja, danke für den Tipp. Sehr schöner Tipp. Sehr wichtig. Sehr hilfreich. Let's go. Okay, gibt auch nicht allzu viele Waddles. Gucken wir mal. Die Wüste liege... Die Wüste wiege des Lebens. Was? Müsste die Wüste nicht groß geschehen? Ach so, das ist ein Adjektiv. Ach so, die Wiege des Lebens, die Wüste ist. Wie heißt das Ding denn auf Englisch, dieses Level? Das wird mich ja jetzt schon interessieren, wie dieses Level auf Englisch genannt wird. Die Wüste Wiege des Lebens. Okay. Oh! Mission? Schade. Das war leider keine Mission. Na gut. Okay, was bist du denn? Ach so, so ein ganz normales Viech, ne? Ja, okay. Tschüss. Boah, aber ich mag die Atmosphäre hier. Das ist sehr... Oh. Sehr, sehr apokalyptisch. Mein Gott. Es ist Freitag. Ich komme aus einer anstrengenden Schulwoche. lasst mir bitte meine Unfähigkeit zu reden. Danke. Einfach hinnehmen. So. Okay, hier ist nichts weiter. Ja. Oder doch? Nein, hier kann ich nicht weiter. Da ist ein... Oh, da ist... da brauche ich... oha. Da brauche ich so einen Schusskollegen. Aber erstmal die Kiste... Aber die Kiste ist doch... Ah, okay. Wir sammeln wieder Crystals. So. Ach nee. Ah. Da ist der Kollege. Oh, noch ein Schalter. Okay. Ach so, das ist jetzt okay. Ah ja, I see. Und ein Kristall. Jawohl. Was tut man nicht alles für einen Crystal? So. Hier würde ich auch gerne die dritte Fähigkeit haben von. Da bin ich schon sehr gespannt, was das ist. Ach ja, ich wollte das Ding da ja abschießen. Schon wieder vergessen, wenn ich es jetzt nicht nochmal gesehen hätte, hätte ich es einfach komplett verdrängt. Peinlich. So, jetzt. Zack! In die Richtung. Aha, trifft Reife. Oh, das ist eine Mission. Also ein Drittel einer Mission. Okay, ein Drittel. Ah, mein Headset. Au! Nicht aufgepasst. Oh, da wäre ich zum Ring gleich wieder.
Hier gibt es so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, dass man gar nicht weiß, was man als erstes tun sollte. Also da kann ich zum Ring werden. Ich weiß noch nicht, warum. Dude. Tschüss. Aha. Lecker essen. Ah, Mission. Besiege den zurückgelassenen Squishy. Oh, der Arme. Ah, da ist, da kann ich den Ring einsetzen für Wind. Okay. Mach mal kurz, ich räume mal kurz hier vorher auf. Habe ich beide erwischt? Nein, natürlich nicht. Jetzt. Okay, jetzt kann ich hier in Ruhe ein bisschen pusten. Warte, war. Ich habe da eine Kiste. Ja, genau, hier. Wie komme ich da ran? Auch aufpusten? Kann ich das auch einfach wegpusten dann? Oder? Oder als Maulwurf? Ah, okay. Wegpusten funktioniert. Kristall. Nice. Oh, oh. Ich mache hier gerade einen Abflug. Aber ist okay. Sehr schön. Jetzt muss ich ja nochmal zurückgehen und gucken, ob es noch mehr so Haufen gab, die ich wegpusten kann einfach. Oh. Oh, damn. Okay, wir müssen alles nochmal ablaufen. Kapsel auch noch mit dabei. Jawohl, jawohl, jawohl. Das ist eine wirklich sehr offene Area hier. Also man kann überall hin und muss wieder überall hin zurück auch. Ist hier irgend so ein Haufen? Ne, hier ist kein Haufen, ne? An der Seite hier vielleicht? Hier ist, glaube ich, kein Zuhaufen, oder? Das wäre frech, wenn man so weit zurücklaufen müsste. Das wäre ziemlich frech. Jo, der wird immer größer. Ich habe was gesehen. Oh mein Gott, ich habe was gesehen. Hier drin glitzert's. Ah, das ist nur eine Münze. Okay, die Haufen gehen nicht weg, okay. Okay. Ich glaube, so weit hätte ich nicht zurückgemusst. Nee, das ist alles. Alles irrelevantes Zeug. Okay, 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 okay. Aber man weiß ja nie, deswegen muss man gucken. Na? Hier kann ich auch rum. Oh, da hätte ich auch rumgekonnt. Okay. Ey, das ist so offen. Das ist das erste richtig groß offene Level. Also es ist den Umständen entsprechend offen, aber es ist offen. Okay, ich denke, wir haben alles gesehen, hoffe ich, und nichts verpasst, hoffe ich. Ansonsten erzählt uns schon der Dude in der Stadt wieder, wenn wir den Scroll verpassen. Oh. Achso, das fällt, wenn ich hingehe, okay. Oh, hier sind Haufen. Haufen, weiße Haufen sind hier. Aha. Lecker essen. Okay, da ist ein Stern. Das heißt, wir wollen das den letzten Kristall finden. Der war da. Okay,
Okay, wenn ich noch einen Haufen finde, hole ich den Ring nochmal zurück. Oh. Oh boy, wie viel hält die denn aus? Okay, ich habe nur nicht richtig getroffen. Nice. Nice. Weniger nice. Aua. So, einmal noch. Und tschüss. Oh. Na. Chill mal. So. Und da geht jetzt das Wordle-Ding. Stimmt, wir haben ja noch keinen einzigen Wordle, das ist der erste. Oha, oha. Doch dann recht groß das Level und es sind einfach nur wenige Wordle versteckt. Okay, 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 okay. Ist ja in Ordnung. Gut, gut, gut. So. Kommt zu mir. Nummer 1. Sehr schön. Okay. Den haben wir. Ich muss auf jeden Fall den Schuss behalten. Weil es heißt, er findet drei versteckte Ziele. Und wenn ich keinen Schuss mehr habe, kann ich die Ziele auch nicht mehr treffen. Oh, Kristall-Igel-Blaupause. Oha, der dritte Igel. Der dritte Igel. Nice, nice. Das war nicht so nice. So, dann gucken wir doch mal, was wir noch so finden hier. Aber jetzt sind wir wieder vorne, ne? Ich glaube, dann habe ich jetzt alles gesehen. Or have I? Ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen. Ja, es sieht ganz gut aus. Okay. Und da hinten könnte ich noch hin, vielleicht, oder auch nicht. Computer sagt nein. Okay, Computer sagt nein. Gut. Dann muss ich die Windfähigkeit Windfähigkeit sein lassen, denn wir brauchen die Schussfähigkeit weiterhin. Hilft nicht. Okay, hier ist auch nichts mehr, ne? Nee. Okay, weiter geht's. Wow. Jetzt scheint es wieder etwas linearer zu sein, der Verlauf. Oh. Okay, jetzt gibt es hier Feuer, aber wie gesagt, wir müssen den Schuss behalten. Hier ist auch nichts, wenn die Dinger fallen. Nee, hier ist auch nichts. Aha. Da ist ein Boden, den wir mit einem VLC-Player öffnen könnten. Oh, hier ist brauche ich wieder Wind. Jetzt muss ich wieder irgendeine Windfähigkeit bekommen. Ach, und das Ding hier bricht auch erst mit Wind zusammen. Okay.
Ah, da ist auch der Pustelkreis. Alles, alles hier, was wir wollen. Alles hier, was wir wollen. So, mach dich gleich mal weg. So. Okay, erstmal den hinteren. Erstmal die Kiste. Sehr schön. Es gibt ganz schön viele Kapseln in dem Level. Also wenn man mal Kapseln farmen wollte, könnte man dieses Level ganz gut nutzen. Tatsächlich. Ah, hier ist der Waddle-Dee drin. Okay. Sehr gut, Nummer 2. Na, also hier sind die Kapseln echt, ja, sind viele Kapseln. Ich glaube, es ist schon die vierte gewesen, oder? Okay, hier müssen wir auch wieder zerbrechen. Und dann ist da der dritte Waddle-Dee. Vermute ich mal. Okay, wow, hier fällt man runter. Dann let's go. Noch eine Kapsel. Ja, was ist denn los? Okay, das Level ist großartig zum Kapselfarmen. Ich wüsste bisher kein anderes Level, was so gut zum Kapselfarmen geeignet ist. Tatsächlich. Und Nummer 3. Sehr schön, haben wir schon alle. Dann fehlt eigentlich nur noch eine Mission, eine Mission fehlt noch, die wir noch nicht wissen. Das andere wissen wir ja mit den versteckten Zielen. Die muss ich nur erstmal finden. Okay, wir haben schon alle drei Waddle-Dees, aber noch nicht das zweite und das dritte versteckte Ziel. Das ist etwas beunruhigend, aber ich wüsste auch nicht, dass es bisher hier irgendwo hätte sein können. Guck mal, da ist wieder so ein Schuss-Dude. Wahrscheinlich kommt jetzt dann das Ziel. Okay. Toll. Ja, hier muss ich jetzt wieder hergeben, okay. Aber ich habe noch kein zweites Ziel bisher gesehen. Was schlecht ist, weil hier ist das Ende des Levels. Okay, wie blind will ich eigentlich sein? What the hell? Ah, das erinnert mich an was. Ich habe ein Secret gesehen, das werde ich euch gleich zeigen. In einem Level, was ganz weit vorne war, habe ich ein Secret gesehen. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist auch, glaube ich, nur optionales Secret. Aber ich wäre halt nie drauf gekommen. Okay, wo sind die versteckten Ziele? What the f... Bin ich so blind? Wo sind die zwei versteckten Ziele? Die müssen dann ja irgendwo im Hintergrund oder so sein. Weil offensichtlich vor mir waren sie jetzt nicht. Also bin ich blind gewesen? Hätte ich die sehen können und habe sie nur nicht realisiert? Oder was ist los? What is going on here? Hier nicht. Hier macht die Kamera jetzt so einen Schwenk. Aber da ist auch kein Ziel irgendwo zu sehen. Da unten ist aber auch nichts mehr. Hä? Und jetzt hier ist es zu Ende. Oh. Waren wirklich in dem Hauptabschnitt, den wir vorhin hatten, waren da alle drei Ziele? Also falls ja, wie blind bin ich denn?
Ja gut, dann hilft es nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich wüsste nicht, wo da als Ziele sein sollen. Hier habe ich den Dude nochmal bekommen. Deswegen dachte ich, vielleicht tauchen jetzt hier Ziele auf, aber... aber offenbar ja nicht. Nee. Da ist auch nichts. Da kann ich auch nicht runter oder rein oder sonst irgendwie. Ha. Huh. Da in die Richtung ist auch kein Ziel zu sehen. Ich dachte so vielleicht so ganz in der Ferne, dass es so rumschwebt. Deswegen bin ich nämlich, habe ich mich nämlich an das Secret erinnert, weil das Secret ist nämlich... oder ist es da hinten tatsächlich? Nee, ist es nicht, ne? Nee. Da ist auch... nee, hier ist kein Ziel mehr. Ja, krass. Ja, krass, keine Ahnung. Ich fühle mich gerade ein bisschen blind, ne? So, was ist die letzte Mission? Oh, mit dem Ringstopfer gegen das Viech. Okay, okay, I see. Wait, aber da muss ich mit dem Ringstopfer da hochkommen. Das ist das eigentlich Schwierige, mit dem Ringstopfer da hochzukommen. Okay. Wie soll das denn gehen? Fragen über Fragen hier. So, aber bevor wir jetzt dahin gehen, machen wir erstmal das Secret, an was ich mich gerade erinnert habe. Das hätte ich sonst nämlich komplett vergessen. Okay, da ist jetzt der erste. Hey, wait. Hä? Moment, jetzt sind es doch mehr geworden, oder was? Jetzt sind es 0 von 4. Ja, okay. Aber dann bedeutet... ach so, wahrscheinlich ist es, wenn das so... okay, wenn das Symbol auftaucht, dann habe ich wahrscheinlich alle. Okay, weil... dann sind es doch nicht nur 2. Es können noch mehr werden. Aber wenn das Symbol auftaucht, dann hat man wahrscheinlich alle. So, so ein Ding ist das wahrscheinlich. Okay, okay, okay. Gut. Ja, wir gehen jedenfalls zurück in eins der ersten Level. Huch, nicht so. Doch so, weil wir gehen zurück nach Waddle Dee Stadt als erstes. Wir machen den Igel. Den dritten Igel. Holen wir uns erstmal schnell. Ja, weiß ich doch. Ja, weiß ich doch. Ach, und ich wollte mal was probieren. Es wurde nämlich auch geschrieben, dass ich nie den fast größten Fisch gefangen habe und ich dafür einfach zu langsam war. Oh, ja, das war schlecht. Weil man muss da scheinbar sehr schnell sein und dann kommt so ein zweitgrößter Fisch. Ja, jetzt kommt erstmal der Dreier. Und der gibt dann 30 Münzen oder so, hieß es, glaube ich. Nicht, dass ich jetzt die Münzen bräuchte, ich will es nur kurz ausprobieren. Ich bin einfach zu langsam scheinbar für. Na, oh mein Gott, okay, wir lassen das. Ich bin gerade viel zu... okay, wir lassen das. Nee, nee, ist in Ordnung. Müssen wir ja auch nicht machen. Wir haben ja alles Wichtige gemacht. Aber ich habe das registriert, dass ich nicht alles von den Schuss... Gott, ey, ich kann nicht widersprechen. Es ist unfassbar. Ich habe das registriert, dass ich nicht alles von den Schussdingern mitgenommen habe. So, Schussdinger. Sprechen, ne? So, gib mir den nächsten Igel.
Yay! Kristallegel! Ab dafür! Und ich habe auch, ich glaube, ich habe es auch rausgehört, dieses Jingle, ich glaube, der ist immer dann kommt das richtige Jingle, wenn der fertig ist. Oder kam der bei den anderen auch? Ich weiß es nicht. Okay, was kann der jetzt? Über den Boden rollen, rollst du ein bisschen länger. Ja, das ist ja nichts Neues. Auch das ist nichts Neues. Okay, das ist nichts Neues. Gut. Ah, aber der schießt jetzt auch so schon Kristalle weg. Ich glaube, das ist neu. Ja, ja, okay. Doch, der schießt jetzt auch so schon. Ohne, dass man... Okay, das ist cool. Okay, das ist cool. Würde ich ja fast gerne mal kurz im Kolosseum ausprobieren. Nee, egal. Brauchen wir jetzt nicht. So. Genau. Wir gehen zurück. In Welt 1. In das Level mit den rollenden Steinen. Würde mich interessieren, ob ihr das Secret, was ich euch gleich zeige, ob ihr das selber schon kennt. Weil, wie gesagt, ich wäre niemals drauf gekommen. Niemals wäre ich auf das gekommen. Und es ist ja auch optional. Also es ist da ja nichts Wichtiges versteckt. Aber es ist ein super cooles Secret. Was auch wieder zeigt, wie durchdacht sowas ist. Und dass man sich hier richtig Mühe gegeben hat, auch coole Easter Eggs einzubauen. Let's go. Weil, also, das ist ein Secret, was ich niemals gefunden hätte. Ist einfach so. Igel gegen Igel. Okay, aber wir brauchen den Schusstyp. Deswegen komm her. Aber ich finde es dann auch gut, dass es solche Secrets gibt, die aber optional sind, die also nicht eine Mission sind oder sowas. Das heißt, jemand, der die nicht findet, hat auch keine Nachteile. Und jemand, der sie findet, hat halt einfach Freude dran, sie gefunden zu haben. Was nur für mich wieder zeigt, wie gut gewisse Dinge versteckt werden. Also wie gesagt, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, falls ihr es noch nicht kennt. Ich will es aber nicht spoilern. Wir müssen dafür allerdings bis ans Ende des Levels spielen. Da müssen wir leider jetzt durch. Bis ans Ende des Levels müssen wir gehen. Wie gesagt, schreibt gerne mal, ob ihr das kanntet oder nicht. Geht es schneller hier rum? Ja. Ach, ich komme hier gar nicht rum, oder was? Ach doch, ich komme hier raus. Okay, alles gut, alles gut. So. Aber das Schöne ist ja, wenn man die Level kennt, läuft man sie relativ schnell durch. So, jetzt werden wir verfolgt. Das Auto. Und dann sind wir auch schon am Ziel. Ist nicht mehr weit. Let's go.
So, die Münzen da drin nehme ich natürlich schön mit. Und dann sind wir auch schon da. Dann sind wir auch schon da. So. Sieht jemand das in Anführungszeichen Secret? Hier hinten im Hintergrund des Levels ist die Zielscheibe von dem Secret von dem anderen. Also hier sind wir vorhin entlang gelaufen. Aber diese Zielscheibe ist jetzt tatsächlich anschießbar. Oh. Okay, wie muss ich mich da stellen, dass das funktioniert? So vielleicht? Sehr gut. Oh mein Gott, ich treffe sie nicht. Come on! Ich treff's nicht, das gibt's doch nicht. Jetzt! Und das eröffnet einfach... Hä? Okay, muss ich noch irgendwas anderes machen zusätzlich? Weil eigentlich müsste jetzt ein Weg aufgehen. Muss ich das hier auch noch auslösen? Ach nee, oben drüber ist ein Ziel. Das da hier, das da hier. Hier oben drüber ist noch ein Ziel. Lol, ich trottel. Und das eröffnet nämlich hier einen Weg. Wie gesagt, hätte ich niemals gesehen oder gefunden. Niemals. Weil sie einfach so im Hintergrund abläuft. Finde ich ein super cooles Secret. Aber wie gesagt, eben keine Mission, kein gar nichts. Rein optional, das zu finden. Aber alleine dafür einfach sau cool. Hui. Ah, und da dann die Entwickler haben sich auch mal verewigt. Also das ist halt wirklich so ganz klassisches Easter Egg, ne? Und das ist einfach cool. Mit schönen Kapseln. Oh, jetzt bin ich zu klein. So. Na, schön zwei Kapseln noch hier mitnehmen. Aber eben, wie gesagt, alles optional. Man muss hier nicht hin. Was gut ist. Na, gehört nicht zu den 100% oder sowas. Einfach ein cooles Secret. Okay, ich glaube, wir haben alles gesehen. Ich denke, ich kann wieder weg. Ja, wollte ich mal euch zeigen. Kanntet ihr das schon oder nicht? Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich hätte es nie gefunden. Und wenn das jemand von sich aus findet, ohne sozusagen darauf hingewiesen zu werden, Respekt. Also, hätte ich nicht gefunden. Ich habe ja selbst jetzt, wo ich wusste, dass es das gibt, habe ich ja gebraucht, bis ich diese Scheibe hinten noch gesehen habe. Ich wusste, da ist eine Scheibe, sonst hätte ich da ja nie... Ja, wie gesagt, also das muss man halt. Man muss auf den Baum, dann sieht man erst die obere Scheibe und die muss man abschießen. Und solche Secrets gibt es vielleicht ja auch mehrere. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ist halt eines, was ich gesehen habe. Nee, ich habe zwei gesehen. Ich habe zwei gesehen. Das muss ich euch auch noch zeigen, wenn wir gerade schon dabei sind. Das muss ich euch auch noch zeigen. Das ist auch super cool. Wäre ich auch nie drauf gekommen. Das ist in dem Level hier gewesen. Yes. Das war in dem Level. Da kommen wir jetzt auch relativ gut durch.
So, wir sind gleich da, wo wir hinwollen. Das ist das Gute, hier muss man nicht ewig weit. So, der Strudel hier hinten ist nämlich über einer Öffnung. Wenn man in diesen Strudel geht... landet man hier. Auch da wieder meine Frage. Kanntet ihr das? Oh, habe ich da nur eine Chance? Oh, okay, okay, da muss ich nochmal rein. Ups. Oder kann ich rüberschweben? Ach so, hä? Ach so, aber ich muss wahrscheinlich mit dem... Ja, ja, genau, ich muss mit dem hier rüber. Dann kommt man nämlich hier an diese Schätze. Okay, nee, das wollen wir schon ordentlich machen. Das wollen wir schon ordentlich machen. Die Challenge gehen wir an. Als wusste ich gar nicht, dass man da nur eine Chance hat. Aber ist in dem Fall okay, weil es ist erstens optional. Und damit ist das voll in Ordnung. Sehr schön. Bam. Und jetzt haben wir uns hier die Münzen und die Kapsel redlich verdient. So. Sehr gut. Okay. Kanntet ihr die beiden Secrets oder nicht? Das wird mich, wie gesagt, sehr interessieren. Jetzt wirst du noch kurz das Level beenden. Sonst ist die Kapsel weg. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es von dieser Art auch noch mehr Secrets gibt. Ich glaube nicht, dass es nur diese zwei gibt. Ich habe jetzt halt diese zwei zufällig in einem anderen Video gesehen. Es gibt davon bestimmt noch mehr. Also wenn ihr sowas kennt, solche Secrets, dann gerne einfach immer Bescheid sagen. Weil zu denen wurde mir nichts geschrieben. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die vielleicht auch nicht kanntet selber. Ansonsten würdet ihr mich doch bestimmt auf sowas hinweisen. Ah, aber so auf Secrets dürft ihr mich gerne jederzeit hinweisen, wenn ich was verpasst habe. Oh. Ach, jetzt komme ich nicht hoch, oder? Ach doch. Sehr gut. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur in zwei Welten sowas verbaut wurde. Ich denke schon, dass die in mehreren Welten sowas verbaut haben. Was optional ist, wo man sich einfach freut, wenn man das Secret findet. Und ja, ne? Okay. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. In der Wüste. Mit dem Level auf der Suche nach der Oase. Danke. Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Wir müssen hier noch suchen. Was sollen wir noch suchen? Ne, wir suchen im nächsten Part. Wir suchen die Ziele hier im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.